bin Kian und in dieser Interviewreihe stelle ich euch vor, wie Menschen sich verändert haben und heute mithelfen, die Welt zu retten. Hallo, ich bin Kian und ich begrüße euch zu meiner Interviewreihe Lichtlein wechselig. Wie immer dreht es sich bei uns um diese Themen Mensch, Umwelt und Geschäftswelt. Apropos Mensch, kommen wir gleich mal zu unserem Gast. Wer bist du? Woher kommst du? Hast du Kinder? Und was ist dein Hobby? Ich bin Viktor und ich komme aus München heute, ins ferne Bremen hier. Und Kinder habe ich sehr, sehr viele, aber nur geistige. Das heißt, ich trage sehr viel in die Welt hinaus, was mir wichtig ist. Reale Kinder, so wie du eins bist, habe ich noch nicht. Und dein Hobby? Was ist mein Hobby? Ich habe sehr, sehr viele Hobbys. Ich begebe mich sehr gerne in die Natur. Ich mag Tiere sehr gerne und auch Tierrechte und die Tierbefreiung. Und ich setze mich sehr dafür ein, ehrenamtlich. Und ja, ich arbeite auch sehr gerne mit Menschen, auch mit Kindern und Jugendlichen wie dir. Macht mir sehr viel Spaß. Macht mir auch Spaß. Kommen wir zum Thema Umwelt. Was glaubst du, belastet die Umwelt am meisten? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, man muss bei dem Wort Umwelt anfangen. Das belastet mich zumindest immer, denn Umwelt ist um jemanden herum. Das ist ein Wort, das dafür geprägt wurde, das nennt man anthropozentrisch. Der Mensch ist im Mittelpunkt und die ganze Welt außenrum muss um ihn herum funktionieren. Und da widerspreche ich schon, denn wir sind Teil dieser Natur. Sozusagen ist es maximal vielleicht eine Mitwelt, ja, oder es ist besser gesagt einfach Natur. Und ich denke, was diese Natur am meisten belastet, ist mitunter auf jeden Fall unser Ernährungsverhalten, ja. Das, was wir essen, das hat maximale Konsequenzen und schadet dem Planeten ganz viel, auch den Menschen, den nichtmenschlichen Tieren, also den anderen Tieren, wir sind ja auch Tiere, ja, und der Natur an sich auch selbst. Ist gar nicht so cool, was wir da tun. Da stimme ich dir zu. Was meinst du, machst du heute schon besonders gut und was glaubst du, musst du noch besser machen? Hui, ja, ich glaube, wenn ich in deinem Alter das schon so toll gemacht hätte wie du, dann wäre ich auf jeden Fall noch einen Ticken stolzer. Aber grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, jeden Tag sein Bestes zu geben und vor allem jeden Tag eine gewachsenere Person zu sein als am Tag davor. Das ist mir wichtig, das versuche ich. Und ich glaube, das gelingt mir mittlerweile immer besser, aber ich möchte immer weiter an mir arbeiten. Und nobody's perfect, niemand ist perfekt. Es ist auch gar nicht wichtig, perfekt zu sein. Jeder ist so gut, wie er ist. Wir alle sind schon toll. Wir müssen es nur zulassen, dass die Welt es erfährt. Schon wieder recht. Worauf bist du bei dir besonders stolz zum Thema Umwelt? Ich bin stolz, dass ich mit so tollen Menschen wie dir zusammenarbeiten darf hier heute und mit den ganzen Leuten, die davor gerade auf meinem Seminar waren. Ich finde es total toll, dass es so viele interessierte Leute gibt und mir macht Spaß, die zu versammeln und an einem Ort zusammenzubringen und von denen zu lernen und mit denen zu lernen und über die auch zu lernen. Und ja, das macht mich auf jeden Fall, erfüllt mich mit Stolz, mit so tollen Menschen wie dir kollaborieren zu dürfen. Kommen wir nun zum Thema Geschäftswelt. Was hast du gelernt? Was für Arbeit hast du gemacht? Und was machst du heute? Ich bin eigentlich Lehrer, das heißt, ich habe eigentlich Kinder mal unterrichtet, Gymnasiallehrer, also ein bisschen älter als du, bis zur Oberstufe und habe mich aber relativ schnell entschieden, dass das nicht so mein Weg ist, weil man da diese ganzen tollen, kleinen, kreativen Menschen, diese einzelnen Individuen und Persönlichkeiten letztendlich, ja, aus denen machst du Leute, die dann alle relativ... Gesundheit, ja, die dann alle relativ gleich denken und gleich handeln, sondern wenig sich fragen sollen, ob das alles richtig ist, was die Gesellschaft eigentlich so sagt und tut, und habe dann relativ schnell entschieden, dass es nicht so mein Gebiet ist und bin dann Vollzeit auch in den Tierschutz gegangen und in die Tierrechtsarbeit. Ja, und heute unterstütze und berate ich sehr viele Vereine, Unternehmen, aber auch sehr viele Privatpersonen, wie heute beim Seminar, um die Nachhaltigkeitsthemen näher zu bringen. Also Tierrechte, Menschenrechte, Naturschutz, aber auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und gerade diese Kombination. Wie kann ich besser werden? Ja, besser, aber nicht im Sinne von besser, sondern gewachsener, als ich es gestern war. Also mehr Erfahrung haben und mehr wollen von diesem Leben und vor allem mehr teilen wollen mit anderen. Und da unterstütze ich die Leute dabei und es macht mir extrem viel Spaß und macht mich glücklich, da ein Teil davon sein zu dürfen. Und die letzte, nein,
die Toilette. Wenn du bei uns in der Klasse eine Stunde Unterricht geben würdest, was würdest du uns gerne erzählen? Boah, ich glaube, dir wird es schwierig, viel zu erzählen. Du weißt, glaube ich, schon ganz viel von all den tollen Leuten, die du schon interviewen durftest. Freue ich mich sehr und bin stolz, dabei sein zu dürfen. Ist eine Ehre auf jeden Fall. Was würde ich euch erzählen? Dass ihr das absolut richtig macht, so wie ihr seid. Dass ihr gut seid, so wie ihr seid. Und dass ihr ja daran arbeiten sollt, ja, wirklich das zu werden, was ihr werden wollt. Dass ihr versuchen sollt, nicht das zu machen, was die Gesellschaft, Mama, Papa oder vielleicht die anderen von euch erwarten, dass ihr mal arbeitet, dass ihr mal das und das macht, dass ihr nur so glücklich werden könnt, wie die anderen das sagen, sondern dass ihr wirklich versucht, euren eigenen Weg zu gehen und euer eigenes Glück zu finden. Und dann wird die Welt insgesamt eine bessere für Menschen, Tiere und die ganze Natur an sich. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Fängt bei uns an. Liebe fängt immer bei einem selbst an. Das ist immer Selbstliebe. Immer noch recht. Welchen Rat gibst du Eltern zum Thema Mensch, zum Thema Umwelt und zum Thema Konsum? Dass sie ihre Kinder, wenn die Fragen haben, dass sie diese Fragen auch wirklich beantworten. Also ich habe als Kind bei meiner Familie jetzt nicht so stark, aber bei anderen Freunden ganz oft erlebt und als Lehrer auch in der Schule, dass immer gesagt wurde, das erklären wir dir später. Oder dass ganz oft auch darauf verwiesen wurde, so auf die Tour, das geht dich jetzt nichts an, das ist jetzt nicht wichtig, frag nicht so viel, nerv nicht. Und dass die Kinder Fragen sozusagen als was Nerviges und Unangenehmes wahrgenommen wurden. Dabei sind Kinder sehr, sehr neugierig und mir macht Spaß, all die Fragen, so wie jetzt gerade auch deine, mal weniger gut, mal besser, zu beantworten und ja, damit die Kinder damit auch was anfangen können und die Wahrheit auch kennenlernen, auch wenn es nur eine subjektive Wahrheit ist, weil jede Wahrheit ist anders. Deine Wahrheit ist anders als meine, aber es ist schön, deine kennenzulernen und dir meine zu erzählen und dann können wir gemeinsam vielleicht eine gemeinsame Wahrheit irgendwann bauen. Und ich denke, das ist wichtig auch für Eltern, für Erzieher, für Lehrer, für alle, den Kindern ihre Fragen wirklich ehrlich zu beantworten, so gut man es weiß. Und wenn man es nicht weiß, was man antworten soll, dann soll man auch sagen, ich weiß es nicht. Ich schaue es gerne für dich nach oder wir können gerne darüber reden, aber nicht zu sagen, halt die Klappe jetzt, bitte hab keine Fragen. Kennst du, oder? Passiert manchmal, dass Erwachsene das sagen. Ist nicht so toll. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit und all die wunderbaren Interviews. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weiterhin deinem Kanal zu folgen. Und ich hoffe, ihr alle tut das auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Abonnement dalassen. Vielen Dank und maximalen Respekt an dich. Bleib so, wie du bist und mach so weiter. Und auch an deine Eltern. Vielen, vielen Dank. Und wenn dir oder euch das Interview gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch. Vielen Dank.